Bis morgen. Leider konnte ich sie gestern nicht drehen. Ich werde gerade krank. Mein ganzes Knie tut weh. Ich habe jetzt einen Verband und wenn es nicht besser wird, seit 2 Wochen habe ich die Schmerzen. Gehe ich zum Doktor, weil ich eigentlich gedacht habe, dadurch, dass ich nur, also ich bin gestolpert über einen Baumstamm. Klingt sehr, sehr amüsant. Ich stelle es mir gerade so bildlich vor. Bitte ihr nicht. Und ja, seitdem habe ich wirklich sehr arg quälende Schmerzen im Knie. Und ich weiß nicht, ich will nicht zum Doktor, weil ich Angst habe, dass da irgendwas Schlimmeres ist. Und deswegen, nein, irgendwie nicht. Und ja, ich hoffe, meine Schminksammlung gefällt euch. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß. So, das ist so der Weitblick von meiner Schminksammlung. Die Möbel schreibe ich euch gerne mal in die Infobox von meinem Schminktisch. Und von der Kommode. Und vom Stuhl, wenn ich ihn noch finde. Den habe ich nämlich schon sehr lange. Und alle Dekoartikel, außer wo mein Schmuck draufsteht, der Spiegel und die Lichterkette sind nicht von der IKEA. Die weiß ich nicht, woher die sind. Und der Rest ist völlig von der IKEA. Ich fange mal mit der Schublade an. Und zwar habe ich da einmal diese 3 Kästen drin. Ich denke mal, ihr kennt sie alle. Ich habe die so zurechtgeschnitten, dass sie in meine Schublade reinpassen, weil sie eigentlich nicht für diesen Schminktisch sind. Und ich würde mal sagen, wir beginnen mit dem linken. In dem linken befinden sich vorne erstmal meine 2 Bronzer. Ich habe jetzt einen von Catrice und halt meinen Hoola Bronzer. Rechts daneben befinden sich meine Highlighter. Ich habe einen von Catrice, 2 kleine von Benefit und einen von Essence, der So Glow Cream to Highlight Powder. Links oben befinden sich dann meine Blushes. Da habe ich einmal den Rockateur von Benefit. Dann noch so einen, den liebe ich, das ist zurzeit mein Liebling, der Essence MTV Awards, MTV TV Music Awards. Dann hier halt auch Creme Blushes und alles weitere von Essence bis Catrice über Kiko, alles mögliche. Und hier befinden sich meine ganzen Eyeliner-Stifte, Eyeliner von Maybelline, von Essence, von Benefits, ja, P2, Glöckler, eigentlich alles Mögliche gemischt. Und dann wechseln wir schon zum nächsten. Im nächsten Fach befinden sich einmal meine ganzen Wimperntuschen. Und ich habe ganz schön viele. Meine Lieblingswimperntusche ist zurzeit die Essence Lash Mania Reload Mascara. Die mag ich sehr gerne. Daneben befindet sich einmal meine Concealer-Palette. Die sieht so aus, die kann ich euch auch gerne mal in die Infobox verlinken. Die ist von Amazon. Und hier habe ich halt noch ganz verschiedene Concealer von Fit Me, von Benefit, von P2, meine Catrice Camouflage, mein Boing Concealer von Alverde, alles Mögliche. Und hinten auch wieder Puder, da habe ich ganz verschiedene auch wieder von Cara and Vera, P2, Catrice, Essence, MAC. Hier ist noch eins von P2, Benefit, Catrice und Manhattan. Und so schnell geht's, dann gehen wir auch schon zum Kasten 3. Es tut mir leid für dieses Licht, aber ich drehe hier gerade mitten in der Nacht, weil sonst kommt das Video morgen nicht pünktlich online und weil ich heute so lange Schule hatte und eine Verletzung am Knie hatte, bin ich jetzt erst dazu gekommen. Im dritten Fach befinden sich eher so diese Gesichtsprodukte. Und zwar einmal hier meine BB-Creams. Also hier habe ich auch wieder alles mögliche. Maybelline, Benefit, Essence 2 Stück und eine von L'Oreal. Hier befinden sich meine 4 Make-ups. Da habe ich 2-mal die Catrice Photo Finish Foundation, 1 von P2 und das Hello Flows von Benefit. Ich habe sehr viel von Benefit, aber Benefit stellt mir das alles zur Verfügung, wenn ich es benötige oder auch teste für eine Verlosung, die bald kommen wird. Ihr könnt euch darauf freuen. Dann habe ich hier noch ein Fach mit meinen ganzen Abdecksachen von Eyeshadow Bases, wie die Isle of Stages, ist mein Liebling. Dann ein Kaya von NYX. Der Rockout auch von den Music Awards von EMA. Also da habe ich auch ein ganz großes Paket zugeschickt bekommen. Erfahrt ihr aber in den nächsten Wochen noch mehr. Ganz viele
einfach Eyeshadow Bases und dann habe ich hier noch so Grundierungssachen wie der Professional, der Primer, den habe ich von meiner Mama zum Geburtstag bekommen, auch noch in groß habe ich den, von L'Oreal und alles mögliche halt hier drin. Und dann war es das schon zu der Schublade. Mein Schreibtisch hat auch noch zwei so schöne offene Fächer und da befinden sich einfach meine Haarprodukte. Ja, ihr seht, ein Haarspray, ein Trockenshampoo, Öle, Haarpflegesachen, lauter Sachen, wo man halt für die Haare braucht. Und unten habe ich auch nochmal so einen Teil, aber da sind eher die Sachen drin, wo ich einfach nicht jeden Tag brauche. Auch Haarsachen von Gatsby über L'Oreal, über alles mögliche, Balea. Zeug, einfach alles, was man für die Haare so braucht. Und dann schwenke ich nochmal hoch, weil hier seht ihr einfach nochmal eine schöne Kerze. Ich habe da übrigens eine Serviette von der IKEA und ich nenne das von der IKEA. Ich spreche das einfach so aus, es ist mir egal, wenn da irgendjemand was sagt. Dann habe ich hier noch mein Body Spray von Victoria's Secret. Eine schöne Blume, ein Mülleimer, der ist sehr praktisch und ein Spiegel mit Lichterkette und halt mein normaler Spiegel. Und das ist mein ganzer Schminktisch. Und da beginne ich einfach mal mit dem linken Teilchen hier. Und zwar ist das ein Etagé. Und da befindet sich mein ganzer Hauptschmuck drauf. Den anderen habe ich im Schrank, in meinem Kleiderschrank. Das ist einfach das, was ich jeden Tag benutze. Dann diese zwei Blumentöpfe, kennt jeder. Und diesen schönen Rosentopf habe ich auch von der IKEA. Meine Pinsel sind hauptsächlich vom Bamboo Pinsel Set oder von anderen Pinselsetten. Und da hinten habe ich einmal einen Buchständer, wo sich zwei zu Eva Paletten von wo sich zwei zu Eva Paletten befinden. Die kann ich euch auch mal gerne unten verlinken, wenn ich die noch finde. Vom Überblick von der Schublade seht ihr erstmal, dass ich wieder hier dieses Aufbewahrungsteil wie in meiner Schublade habe. Das ist aber mit dem anderen das einzige in der Schublade. Also ich habe da noch eins drin, aber sonst keine. Und da befinden sich einmal an der linken Seite meine zwei Naked-Paletten, Naked 2 und Naked 3. Die habe ich hier reingelegt, da hatte ich früher auch immer keinen Platz dafür. Meine Wimpernzange und mein Schmink-Ei. Und jetzt gehe ich mal näher auf die Fächer ein. In den hinteren beiden Fächern befinden sich einmal meine vier EOS Lip Balms. Und zwar habe ich einmal den Orangen, da ist glaube ich Melon. Also Melone, das ist Strawberry, das ist Sunkiss und das ist Mint. Mein Liebling ist der Mint. Der ist wirklich sehr gut. Dann habe ich hier meine ganzen Augenbrauen-Sachen. Über Augenbrauen-Gel von meinen Lieblingssachen für die Augenbrauen ist das Brow Kit von Benefit. Das ist sehr gut für helle Augenbrauen. Noch mein Essence-Stift, ein Gelverlängerungskonzentrat, eine Wimpernzange und ja, das war's für die Wimpern. Dann gehen wir zwei rüber. Da habe ich einmal meine Handdesinfektionsmittel von Bath & Body Works. Da habe ich 10 Stück davon in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Eins ist immer in meiner Tasche dabei. Und hier befinden sich ganz viele Lipglosse und Lipliner, obwohl ich die eigentlich gar nicht so oft benutze. Deswegen gehe ich darauf gar nicht so ein. Also das ist einfach nur, weil ich sie habe. Im vorderen Abteil befinden sich einfach noch Lippenstifte. Meine Lieblingslippenstifte sind immer noch die von P2. Ich denke mal, die kennt jeder. Und halt noch alles andere an möglichen Lippenstiften. Meine ganzen Babylips befinden sich da. Catrice Lip Liquid Liner, Glöckler, Catrice, L'Oreal. Alles Mögliche ist hier bunt gemischt. Und mein Lush Bubble Lip Scrub. Die zweite Schublade ist eine typische Haarschublade. Und zwar seht ihr da vorne erstmal meine Haarbürste. Hier habe ich meine ganzen Zopfhaargummis und ganz normale Haarspangen. Hier sind Dutt-Haarspangen und andere Haarspangen. Dann hier sind diese begehrten Haargummis. Mein Tangle-Teaser, meine Nachthaargummis, die habe ich immer für die Nacht, diese weichen. Dann noch eine Tupierbürste, ein Scheitelkamm, so Dutt-Netze, Bürsten, Spiegelklammern, Schleifen, alles Mögliche für die Haare. Eine dritte Schublade ist meine Pflegeschublade. Und zwar seht ihr hier einmal die Balea Young Tüte, das sind Tüte im Box, das sind meine Pflegetücher drin. Hier habe ich alles Mögliche an Pickelsachen, Augencremen, Nachtcremes, sowas in der Art.
Wattepads groß und klein, Wattestäbchen, Abschmink-Sachen, Handcreme, Abschminktücher und meine ganzen Cremes. Und hier an der Seite, das seht ihr jetzt nicht, sind meine Abschminkfluide, Gesichtswasser und so weiter. Und hier zeige ich euch jetzt nur das ganz kurz im Überblick, weil das meine Kruschelschublade ist. Mit meinen falschen Wimpern, mit meinen Haarbändern, mit meinen Dutt-Sachen, Sachen, wo ich nicht brauche. Und das ist eine Aufbewahrung, die da eigentlich nicht reingehört, weil darunter befinden sich noch Krimskrams, wo keiner es sehen möchte. Deswegen mache ich das schnell wieder zu. Und ganz unten in der Schublade, in der letzten Schublade, das ist eigentlich sehr unordentlich, muss ich sagen, befinden sich meine ganzen Nagelsachen. Seht ihr ja, meine ganzen Nagellacke, Sachen für die Gelnägel sind dabei, alles Mögliche für die Nägel. Und ich muss sagen, ich bin schon wieder mit meiner Schminksammlung fertig, weil das... Yay, meine Socke! Das war meine Schminksammlung. Ja. Sie ist schon fein, ne? Ich liebe sie. Tut mir leid wegen dem Licht. Es ist dunkel draußen und da ist mein Licht einfach nicht gut, weil irgendwie macht mein Zimmerlicht meine Videos extrem orangestichig und das will ich nicht. Und deswegen nehme ich halt schon meine Lichtlampe, aber die macht manches sehr hell. Und ich habe auch mit dem anderen Objektiv gefilmt, mit dem normalen, und deswegen finde ich die Qualität auch nicht so gut. Aber ich hoffe trotzdem, sie hat euch gefallen. Gerne könnt ihr mir unter dem Hashtag Schminksammlung oder BeautyGina auf Instagram ein Bild posten, verlinkt mich auf jeden Fall darauf, von eurer Schminksammlung, mich würde sehr interessieren, oder euer liebstes Schminkprodukt, irgendwas, was mit Thema Schminke zu tun hat. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch da lassen und ein Kommentar, welche Videos ihr von mir im Dezember erwartet. Es kommen viele Verlosungen, ich kann euch so tolle Verlosungen versprechen, auch wenn ich bald meine 10.000 Abonnenten erreiche, ich hoffe, morgen oder übermorgen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Es wird zu 10.000 Abonnenten eine Verlosung geben. Es wird Dezember-Verlosungen geben. Es wird ganz viel auf euch zukommen. Und ich liebe meine Community. Ich wollte es euch nur nochmal sagen. Kuss an euch. Und ja, das war's. Jetzt kommen wir noch zu meiner Endcard. Und zwar findet ihr dort meine letzten zwei Videos. Und jetzt lasse ich euch in Ruhe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!